Frau Schmidtbauer, ich spreche Ihnen ja nicht Ihre persönliche positive Motivation ab, aber ich sage Ihnen nur, für welche Gruppe Sie da kandidieren. Erstens einmal ist von der österreichischen ÖVP, also im Agrarausschuss, überhaupt niemand mehr aufgetaucht, seit Elisabeth Köstinger Ministerin geworden ist. Zum Zweiten muss ich positiv anmerken, die SPÖ war da mit der Frau Kadenbach, die war zwar keine aktive Bäuerin, die hat sich aber ordentlich ins Zeug gehaut für die kleinbäuerliche Landwirtschaft hier in Österreich. Unter ihrer Gruppe, also die jetzt die Berichterstatterin zur jetzigen Agrarpolitik zum Vorschlag jetzt, das ist eine EVP-Kollegin, zukünftige Kollegin von Ihnen, die Frau Herrens-Garcia, die hat den Vorschlag des Cappings bei 60.000 Euro, der übrigens von der Kommission gekommen ist, abgelehnt, hat den auf 100.000 Euro hochlizitiert und dann gibt es kein echtes Capping, sondern dann soll man pro Hektar 25% weniger bekommen. Also es ist Ihre Fraktion, die hier Agrarindustriepolitik macht und sich bewusst gegen die kleinbäuerliche Landwirtschaft wendet. Ihre Fraktion sagt so Dinge wie, das sind ja überhaupt keine Bauern, sagen wir mal, bei 10 Hektar fangen wir mal an, darunter sind das gar keine Bauern. Diskussion aktiver Landwirt, wenn einer nicht mindestens 50% seines Einkommens rein aus Landwirtschaft verdient, nicht Tourismus, nicht Radtragfahren für den Skitourismus im Winter, dann ist er gleich gar kein Bauern, soll gleich überhaupt keine Förderungen bekommen. Ich warne Sie nur vor, für was für eine Gruppe Sie da kandidieren. Vorsicht, wirklich Vorsicht. Und wissen Sie jetzt, Sie haben auch die ukrainischen Importe angesprochen, die Kredite für diese Firma MHP kommen von europäischen Institutionen, europäischen Investitionsbank, Europäische Bank für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo Ihr Finanzminister, der Herr Löger, drinnen sitzt und Ihr Finanzminister all diesen Krediten zugestimmt hat und übrigens auch alle vorherigen Finanzminister, die ja zumeist auch Ihrer Fraktion angehört haben. Und also das heißt, Sie mit Ihrer Fraktion verursachen das Problem und auf der anderen Seite bemüht sich dann der Bauernbund um die Rettung der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Kennzeichnungspflicht habe ich vor vielen Jahren hier als Landwirtschaftskamerad in der Steirischen Landwirtschaftskammer eingefordert. Die Kammer hat sich dann auch dafür ausgesprochen. Selbst der Bauernbund spricht sich dafür aus. Ich glaube Ihnen das auch, dass Sie das ehrlich meinen. Nur Sie setzen sich ja in Ihrer eigenen Fraktion nicht durch. Weil warum haben wir das noch nicht, Kennzeichnungspflicht vom Fleisch im Wirtshaus? Weil der Wirtschaftsbund dagegen ist und der ist bekanntlich auch in Ihrer Fraktion und gegen den haben Sie intern keine Chance mehr. Wie soll dann die grüne Handschrift ausschauen in der EU-Politik? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, gesunde Lebensmittel mit Berücksichtigung der Umwelt, die leistbar sind, unterstützt mit europäischem Steuergeld für Europäerinnen und Europäer. Ich halte nichts davon, dass man steirischen Wein nach Kalifornien führt und den kalifornischen Wein in die Steiermark. Freihandel gut und recht, aber bei Lebensmitteln hört sich bei mir der Spaß auf. Bei mir auch, da muss ich jetzt, bitte, sei mir gestattet. Ich habe 7,5 Hektar. Achso, Entschuldigung, danke vielmals, aber manchmal gehen dann die Emotionen mit mir durch. Herr Weitz, ich habe 7,5 Hektar. Sie können jetzt und jeder andere hier sich aussuchen, ob ich zu den Großen oder zu den Kleinen gehöre. Ich bin durchaus bekannt, auch nicht so populäre Dinge anzusprechen, habe auch den Mut dazu, in meiner Fraktion, aber natürlich nach außen, eine Einheit, das lebe ich auch in einer Familie. Diskussion darf man zulassen. Ich habe Frau Malmström auch, abgesehen davon, ich kann nichts dafür, dass die ÖVP niemanden mehr in Brüssel hat im Parlament. Dass unsere Elisabeth Köstinger, die einen sehr guten Job erledigt hat, Ministerin wurde. Das sind 5 Abgeordnete. Aber im Agrarausschuss waren wie viele? Die Agentin hat inzwischen Ottmar Karas übernommen. Ja, dafür kann ich nichts. Ich habe 7,5 Hektar, also bin ich eine Kleine und dann wissen Sie auch, wofür ich stehen werde. Ich stehe für Regionalität und Saisonalität. Das lebe ich und das bläue ich auch allen ein. Ich scheue mich auch nicht, mit anderen Diskussionen aufzunehmen, auch wenn sie im gleichen Bund sind. Manchmal müssen wir uns das Zuhören verschaffen. Und manchmal brauchen Dinge einfach Zeit, um andere zu überzeugen. Ihre Fraktion geht genau in die andere Richtung. Und ich habe Frau Malmström einen Brief geschrieben, auch wenn das mein Finanzminister oder sonst etwas ist, weil ich das nicht in Ordnung finde. Gibt es eine Antwort auf den Brief? Nein, noch nicht. Ich habe ihn erst weggeschickt. Ja, das hätte übrigens auch jeder andere machen können. Ich stehe dafür ein, dass ich das als eine Frechheit empfinde und dass ich solche Situationen nicht haben will, weil das auch unfair für den Konsumenten ist. Ja, nur Kraft Ihres konservativen Vorschlags wird die zweite Säule, das ist die ländliche Entwicklung, um 25% gekürzt. 25% weniger für LEADER-Projekte, 25% weniger für den ländlichen Raum. Das ist nun einmal die Realität der parlamentarischen Fraktion, für die Sie kandidieren. Ich spreche Ihnen Ihre Motivation nicht ab. Das ist aber noch nicht beschlossen. Das ist ein Vorschlag. Verhandlungsstand. Im Agrarausschuss beschlossen. Ein Vorschlag. Nicht mehr.
Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.